Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ich war jetzt ein bisschen farmen. Eigentlich nur ein bisschen. Und zwei Sachen. Erstens werden wir die Kokerei fertig bauen. Bam, bam. Tada. Da werden wir jetzt ein bisschen von unserer Kohle reinschmeißen. Ging die nur mit Holz? Nee. Ah, sie läuft eh schon. Richtig. Dich langsam. dann habe ich jetzt, ich glaube, ich bin ein bisschen ein Spätzünder, aber Architecture Craft entdeckt. Der ist ja richtig geil, der Mod. Da haben wir gleich raufgeladen, da kommt noch das Texture Pack jetzt nachher dazu. Aber der ist mörderisch. Aber da werden wir ein bisschen später drauf eingehen. So, habe ich eigentlich jetzt schon irgendwas gemacht, was ich gesagt habe? Nö, hier schaut es noch immer genauso aus wie vorher. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe ein Deer gefunden. Nur brauchen wir Redstone-Werkzeug. Und ich glaube zu wissen, dass das auf Level Bronze ist. Nö. Zinn. Was ist ein Redstone? Osmium. Osmium ist immer gut. Osmium ist unser Osmium. So. Wenn wir jetzt regulär gehen würden. Bronze. Was haben wir nach Bronze? Eisen. Gold ist ein Schmarrn. Warte mal, mach mal. Gut. Bronze. Kupfer ist Zinn. Bronze ist Zinn. Jetzt hätten wir nämlich Zinn. Obsidian. Stahl ist Redstone. Also Obsidian, Redstone. Stahl? Da kann man halt mit Osmium schon den einfachen Weg gehen und das werden wir auch machen, weil wir brauchen einfach hier. So, aus die Maus. Einmal Osmium. Reicht sogar. Pam, pam, pam. Her damit. Zack. Was ist? Ich komm da. So. Schmelzen wir gar nicht aus. Aus meinem Lava habe ich auch geholt, dass das endlich mal voll wird. Wir kriegen da was sicher nur einen Deer raus. Das heißt, Diamanten haben wir jetzt eh zu wenig. Wir werden jetzt eh mal Werkzeug machen. Vielleicht, wir werden da hinten die Werkstatt weiterbauen. Ja. Weil hier müssen wir sowieso, die Dias brauchen wir eigentlich für das. Und hier haben wir noch ein bisschen Zeit, sage ich jetzt einmal. Wie kriegen wir... Kokerei. Könnten wir auch einen Block machen. Wie kriegen wir denn das in die Flasche? Ich habe das schon alles so lange nicht mehr gespielt. Abfüller. Ah, das ist die Ding-Kokerei. Die. Ich glaube, das war nur klicken. Wenn ich mich da nicht irre. Gibt's das eigentlich auch in... Man kann das nur craften. Mit den Fläschchen. Na, mit dem Eimer auch. Aha, das sind andere. Aha. Okay, das heißt, wenn ich jetzt meinen coolen Eimer nehme, aber wir brauchen, glaube ich, 1000. Nö. Wo ist mein Eimer? Hier. Aha. Der verwandelt sich gleich. Kann man jetzt damit... So, ich habe nämlich schon wieder hier überall Unordnung gestiftet. Schaut schon wieder aus in meinen Kisten. Kann ich hier jetzt schon... Hier so Vollgas, so? Vollgas? Ja! Krieg ich meinen Eimer zurück? Ja, na Gott sei Dank. Schon geglaubt. Werd hier betrogen. So. Aus mir umgeschmolzen. Sehr gut, her damit. Osmium ist so ein bisschen das Überbrückungsmaterial, wo man sich ein bisschen helfen kann, sage ich jetzt mal. Weil wie gesagt, Stahl, da müssen wir jetzt noch ein paar Materialien farmen gehen. Aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Das kommt wieder rein, das kommt da rein. Machen wir die... Wir haben nicht so viel Osmium, oder? Nee. Lassen wir mal nur die Spitzhacke, den Rest brauchen wir eigentlich dabei noch nicht. So, der hat dann Level Obsidian. Das ist natürlich dann gut.
Feuer müssen wir hier wieder richtig. Ja. Da können wir aber, weil ich weiß, dass ich welche habe. Können wir nicht? Nein. Daraus können wir Nuggets machen. Ja, wenn wir 10 hätten. Ah, 9 hätten. Egal. Da ist es. Das ist doch kupft wie katscht. Sagt man so schön. So. Boom. Level up sie dir an. Aber. Level Obsidian. Was lügst denn du mich an? Oder ist, weil es eine Stufe höher ist? Ich glaube. Nein. Obwohl, theoretisch wäre Redstone unter Obsidian. Ja. Wie viel Diamanten? Einen Dia. Leute, wir haben einen ganzen Diamanten. Einen. Mit dem machen wir jetzt einfach alles. Wir craften uns Diamantwerkzeuge. Wir. War hier nicht irgendwo. Irgendwo. Könnten wir jetzt eigentlich. Yellorium auch schon. Nein, Adit. Oho. Feine Herr. Ne? Nein. Ein bisschen Dirt. Gefährliche Arbeiten hier. Ich will nur das Redstone. Bei Redstone habe ich eh schon ein bisschen was gefunden. Aber mehr schadet natürlich nicht. Danke. Schnell nach Hause. So. Hier muss ich immer auch aufpassen, dass ich nicht gleich sterbe, wenn ich da gegen diese Büsche renne. Ja, passt schon. Passt schon. So. Hörst du auf? Gut. Ja, weil hier können wir ja dann nicht weitermachen, weil sie Dias fehlen. Hier könnten wir weitermachen. Und das werden wir jetzt auch ein bisschen tun. Gut, dazu muss man mal ein bisschen Inventar ausräumen. Weil da schaut es wieder aus. Wie schaut es da aus? Gut, das passt. Und nimm. Nimm alles. Bisschen Limestone habe ich geholt. Alles weg. Will ich gar nicht sehen. So, und jetzt wieder rein. Das rein. Chisel rein. Wir werden uns diesen Architecture Mod jetzt mal anschauen. Weil da kann man, wie gesagt, richtig coole Sachen machen. So, jetzt machen wir das. Kein Problem, wenn wir Holz hätten. Das brauchen wir auch noch. Und das. So. Dann machen wir einmal eine Kreissäge. Perfekt. Einmal das. Fast perfekt. Mach gleich noch eins. Wir brauchen sicher noch Holz. So. Bam. Badam, bam, bam. Eine Druckplatte. Wenn da nicht alles herumliegen wird. Ja. Fertig. Ein Holz fehlt. Nö. Das Eisen, das Ding, das. Ah, Sticks fehlen. Ja, so macht man Sticks. Habe ich gelernt. Das ist immer von meinem Hudeln. So. Das kommt daher. Das. Tada! So. Der kommt gleich in die neue Werkstatt. Den stellen wir aber mal daher. Wie gesagt, Texturpack haben wir das nächste Mal drin. Und jetzt, bam. Hier kann man richtig geile Rundungen bauen. Ja, in Minecraft. Rundungen. Vielleicht kennen die ein oder anderen diesen Mod schon. Ich habe ihn, wie gesagt, heute sehr. Mir sind diese Rundungen in ein paar anderen Let's Plays aufgefallen. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Mod? Ich dachte anfangs, das ist Carpenter. Aber nein, es ist ein anderer. Und man kann wirklich coole Sachen machen, die jetzt teilweise kappen das schon, die Show stehlen. Bis jetzt auf Türen und so weiter. Aber diese Fenster und so, die werden wir auf jeden Fall machen. Da überall Fenster einbauen. Und vor allem Rundungen und die Dächer, die schauen wir uns dann nachher auch an. Da werden wir ein paar sicher verwenden. Gut. Gut, haben wir das auch geklärt. Habe ich jetzt eigentlich alles mit. Wenn wir ein bisschen Holz noch hätten, dann wäre ich zufrieden. Und das werden wir auch jetzt demnächst wegräumen. Oh, hallo Baum.
die Schmiede müssen wir auch noch upgraden. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir dann die Baumfarm fertig kriegen. Dann schauen wir, dass wir den Quarry haben. Ja, und dann irgendwann das Haus fertig bekommen. Ich weiß noch nicht, ob es sich morgen ausgeht. Kann ich noch nicht sagen, aber vielleicht machen wir einen Minecraft-Stream mal wieder. Beziehungsweise heute. Das ist die Folge für morgen, was ich aufnehme. Also achtet. Okay, da ist vielleicht schon zu spät. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich angekündigt, wenn einer kommt. Und wenn nicht, dann war leider keiner. Und dann kommt der demnächst. Wahrscheinlich. Nein, er kommt sicher. Aber wann ist die Frage? So, wie schaut's da aus? Ja, das geht super. Super geht das. Gut. Gut, dann wollen wir das da jetzt mal um. Da können wir jetzt dann... man kann... kann ich hier gechiselte Sachen reinlegen? Echt. Mega. Mega. Finde ich echt geil. Diese Slabs und so weiter, das ist halt so in dem Sinne praktisch. Weil man kann hier auch so Cover drauf machen, aber die sind flach. Wirklich flach. Und das bringt halt viele Vorteile mit sich, die jetzt ein Carpenter das beispielsweise nicht hat. Weil beim Carpenter, wenn ich da was draufsetze, sehe ich das immer oben. Und es schaut ein bisschen nach oben. Wäre theoretisch realistischer, aber... Man braucht es nicht unbedingt, wenn man jetzt kompliziertere Sachen bauen will. Und deswegen finde ich das richtig geil. Habe ich eigentlich noch Gerüste? Ich baue so gerne mit Gerüsten. Ich finde das einfach mega. Am liebsten würde ich mein ganzes Haus jetzt einrüsten. Und einfach, weil es cool ist. So, jetzt müssen wir uns hier über... Wenn man nicht drunter fallen würde... Jetzt müssen wir uns noch hier überlegen. Was ist, wenn ich eigentlich... Oh, wirklich. das ist richtig blöd, wenn man nur eine einzige Axt hat. Und dann kann man kein Holz mehr mit der Axt abbauen. Wenn man vielleicht im Abenteuermodus auch noch spielt. Ja, kann man sich wieder nur eine Axt erfarmen. Blöd ist nur, wenn man mit einer Axt angefangen hat. Eigentlich richtig blöd. Nochmal Verstärkung. Das kommt auch noch weg. Bin gespannt, wie ich das da jetzt mache. Wie ich das hier bastele. Ja, der geht eigentlich durch. Wir haben hier zweier Fensterhöhe. Der müsste eigentlich hier liegen. Hier wäre schöner, ne? Hier wird sich besser ergänzen. Pa, 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 pa. So, mal überlegen, ob man das nicht wegnehmen. Den dann da dran machen. Der liegt dann quasi da auf. Und da oben, hallo Pferd, liegt dann der. Ist das... nö, das passt. Genau. Ja, ist ja mal so. Geh raus da. Brauche nicht Besucher. Da kommst du schon wieder her. Na geh, Tösser. Stubief. So, wie machen wir das aber jetzt dann da? Eigentlich könnten wir es hier mit einem... mit Holz... mit Stein stützen. Und runterfallen. Und dann den wieder wegnehmen. Und den einfach hier lassen. Das hätte ich, wäre mir eigentlich... Ach Gott. Ich kann kein Gerüst hoch... schauen, dass ich diese österreichischen Fachausdrücke vielleicht weglasse. Sonst versteht ihr nicht, was ich sagen will.
Und ich weiß nicht, versteht ihr manchmal meine Spezialwörter oder das, den österreichischen Slang? So. Ja, jetzt haben wir hier eine kleine Anhöhe, die ich dann irgendwie, die ist echt klein. Eigentlich wollte ich es länger machen. Warum baue ich das hier jetzt alles zu? Vielleicht lassen wir es hier noch so als Balkon. Weil ich möchte nämlich diese Anhöhe vielleicht noch in anderen Richtungen, zumindest so in diese hier, dass wir dann da verschiedene Mod-Bereiche verwenden. Schaut aber recht cool aus. Gefällt mir eigentlich. Schaut das von der Seite aus. Ja, ist halt anders. Aber gehört dazu. Ob ich da jetzt einen Doppelbalken lege, das wären genau 4. Da könnte ich jetzt wirklich einen... Ich hätte hier auch rausgehen können. Weil wenn ich jetzt das hier da drauf mache... Dann passt es wieder rein optisch gesehen, wenn ich das jetzt verlängern würde. Ach Gott. Wieder genau dazu, ne? Ich habe noch ein paar... So krabbelt man darauf. So, dann kommt der weg. Was war das eigentlich? Jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Ah, hier. Schauen, vielleicht kann man ja mit den neuen, mit dem Architecture Mod jetzt da irgendwelche coolen Sachen reinbauen. Mal schauen, hier haben wir auch noch Stein, der weggehört. Denn hier gehört eigentlich noch das dran. Genau, dann machen wir da auch noch gleich so und so. Jetzt haben wir das wieder weggeräumt, sehr gut, da sind's. Ja, und den gleichen Fehler wie drüben. So, bam. Schaut ehrlich gesagt gar nicht mal so blöd aus, weil da hat man dann... Wird gleich wieder dastehen. Das passt, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das werden wir, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen verlängern nachher. Dass wir da ein bisschen weiterkommen. Und dann, glaube ich, die Kürbische müssen wir auch mal wegräumen. Ja, ich glaube, das könnte cool werden. Ich werde überhaupt hier vielleicht immer so kleine Ausbuchtungen. Weil man könnte hier schön rausbauen. Und ich werde das mal austesten. Hier, okay, hier ist genau blöd. Hier ist es genau blöd. Hier sind wir schon fast zu nah am Haus. Versetze ich das doch um eins nach hinten? Ich baue es einfach mal. Das kann ich immer noch versetzen. Oder vielleicht bauen wir die Rampe nicht durchgehend. Das könnten wir auch, dass wir dann noch Regale oder so hinpacken könnten. Das wäre auch eine Idee, dass man das nicht wirklich, so, Kürbisse müssen da mal weg, müssen wir eh schaufeln. Ich glaube, dass man das Ganze einfach ein bisschen auflockert. Nämlich so, jetzt beispielsweise, ja, machen wir es, nein. Ja, da füllen wir jetzt aber nichts drunter. Dann machen wir das aus Limestone. Und dann... Jetzt ändern sich natürlich hier die Verhältnisse. Aber das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Da würde dann eigentlich der durchgehen. Jetzt mal, genau, weil hier würden ja die Höhe der Stein ausfüllen. Hier würde das durchgehen. Und wir hätten diese würfelige Form einfach komplett aufgelockert. Es ist zwar immer noch würfelig, wir können mit den Rundungen von Architecture Mod da ein bisschen auch noch spielen.
ohne Spaß mit dem. Das öffnet einfach so viele neue Möglichkeiten. Da werden wir auf jeden Fall einiges damit probieren. Vielleicht können wir mein Basis-Baustil ein bisschen verbessern. Da werden wir aber nur die durchgehen lassen. Und ich nehme jetzt einfach die versetzen. Und uns jetzt da mal neu craften. Man könnte sich jetzt so viel spielen. Ich könnte jetzt so viel verändern, so gleich auf Anhieb. So einfach auch mit diesen Slabs jetzt. Man könnte jetzt. Man könnte jetzt innen Holz lassen und oben einfach Ziegeln. Dass man einfach ja. Ja zu Rundungen. So. Ohne Spaß, es macht Minecraft gerade wieder richtig Spaß. Ich hatte wirklich ein richtiges Down damals, wie ich aufgehört habe. Aber jetzt muss ich echt sagen, ich habe es vermisst. Ja. Man müsste halt jetzt, glaube ich, hier auch noch. Man müsste, glaube ich, hier auch noch einsetzen. Sonst schaut das ein bisschen gar doof aus. Echt cool. Und man hat halt hier jetzt einen kleineren Raum, wo man jetzt einen Mod reinbauen kann. Einfach so. Erschaffen in 3 Minuten. So, jetzt bauen wir da noch den Boden hinein. Und dann war es das auch schon für die Folge. Wie gesagt, vielleicht war ein Livestream. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist er noch. Vielleicht doch nicht. Werden wir alles sehen. Vielleicht ist Storni auch wieder da. Und da könnten wir. Vielleicht machen wir da Regale oder was weiß ich. Da können wir uns auf jeden Fall spielen. Und genauso in diese Richtung. Wir können auch hier jetzt noch erweitern, um die Ecke gehen und hier eine Art Hof dann bauen oder irgend solche Sachen. Da ist ja der Baustil von mir eigentlich relativ offen. Und ja, dann sage ich euch mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich euch auch bitten, Bewertungen dazulassen. Manche schreiben schon recht fleißig Kommentare, freue ich mich auch jedes Mal drüber. Auch wenn ich nicht immer zurückschreibe, ich lese sie auf jeden Fall alle. Oder like sie dann. Wenn es wirklich was Interessantes ist, schreibe ich zurück. Oder meistens erwähne ich es in der nächsten Folge sowieso, wenn irgendwas wirklich spannend, irgendwas zum Erzählen ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!